Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Minecraft Hardcore 50 Projekt. Ja, eine neue Woche startet. Wir haben in der letzten Folge unser Dach fertig gebaut. Und ja, wir gucken mal, dass wir hier noch ein bisschen Level farmen für die Zeit jetzt, die wir hier nutzen können. Hab soweit erstmal nicht. So. Ich muss mich schon mal entschuldigen, wenn ich mich ein bisschen krank, verschnupft, keine Ahnung was anhöre. Ja, mir geht es nicht ganz so gut. Hab aber gedacht, so komm, bevor es jetzt schlimmer wird oder so, versuche ich noch hier ein bisschen was aufzunehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Und ja. Ist natürlich manchmal mal ein bisschen blöd, wenn man im Krankenhaus arbeitet. Nimmt man sich immer so das ein oder andere mal mit. Und ja, ich hoffe einfach nur, es ist kein spezieller Virus, den wir haben. Ich werde mich da auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal testen. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge seht, habe ich mich schon getestet und ich hoffe, dass ich negativ. Ah, ich hasse wieder hier diese großen Bäume. So, wir haben immer noch folgendes Ziel. Für die Folge, genau, ich habe zwei Wassereimer dabei und unser Ziel wird es sein, beziehungsweise ich versuche, so gut es geht, einen Lavasee zu finden. Mit dem Ziel, uns ein Netherportal zu bauen. Das sind nur Kürbisse. Oh, ey, ist ja richtig Kürbis, Kürbismania, muss ich sagen. Richtig krass. Und, ja, ne, wir erinnern uns an letzte Folge. Oh, hier sind wieder Level. Und dann haben wir auch wieder unser, bald unser Ziel für die heutige Folge wieder. Das Level-Ziel. Da ist es. Haben wir schon mal Wasser. Und ich werde es wahrscheinlich auch so machen müssen, dass ich das Netherportal da bauen muss, wo die Lava ist, weil ich kann es mir, glaube ich, einfach nicht leisten. So einen riesigen Weg. Boot oder immer wieder noch am besten mit Laufen oder so. Mal schauen. Nein, die haben sogar so kleine Klubschau. Kannst du noch. Flipper, oh, habe ich auch noch nicht gesehen, dass wir Delfine haben. Hinten ein Boot. Ich würde mal sagen, den Rückweg, den machen wir einfach mal per Boot. Wäre, glaube ich, mitunter so am einfachsten von allen. Snacken wir uns einmal ein Möhrchen. Oder würde ich sagen, nehmen wir mal mit. Mal noch. Ja, ich hoffe, ihr hattet, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Hier war es sehr entspannt, muss ich sagen. Ich habe mich ein bisschen Ruhe gehabt. Ich war am Samstag auch noch auf der Arbeit. Interessant, da bin ich auch noch eingewiesen worden. Dann auch Wochenende. Und ja, auch soweit alles gut geklappt. Und ich hoffe, ich habe auch einen schönen Tag gehabt auf der Arbeit. Aber bisher gab es da keinen Tag, der schlecht war, sage ich mal.
Und ja. Ich muss mal ganz kurz mich hier so ein bisschen orientieren. Grundsätzlich sind hier immer so Wüstenabschnitte, so ein bisschen, naja, ich sag mal, dafür gemacht, so in die Richtung zu gehen von, gut, wie groß soll der Baum sein? Ja. Und dann schon. Ja, ein bisschen Birke nehmen wir noch mit. Aber so richtig, oha, so richtig, habe ich das Gefühl, kommen wir hier nicht voran. Also, das war so ein bisschen, ich sag mal, jetzt nicht umsonst, ne, weil wir gucken ja schon so ein bisschen auf unsere Umgebung. Scannen wir hier ab. Weil es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, wow, es hat sich jetzt so extrem ultra krass gelohnt. Deswegen schauen wir. Wir haben auf jeden Fall Level gemacht. Das ist gut. Hinten sind wieder ganz viele Schweinchen und Schäfchen. Unbedingt demnächst mal ein Schwert machen. Weil die ganze Zeit mit den mit der Axt hier rumzulaufen, geht natürlich auch irgendwann aufs, wie heißt es, auf die Haltbarkeit. So, essenstechnisch geht es uns aber soweit gut, da sind wir gut aufgestellt. So, wieder zwei Level gemacht. Genau, und ich habe auch das Feedback bekommen, dass die Folgen eventuell sich so ein kleines bisschen ziehen, wenn die so lang sind. Ich muss natürlich auch sagen, ich versuche möglichst immer die Folgen so 20 Minuten, zwischen 15 und 20 Minuten zu haben. Ich mache die jetzt einfach mal bei 15 Minuten. Einfach so, damit es vielleicht ein bisschen angenehmer zu gucken ist, einfach ja eben auch, weil es halt hier keine Cuts gibt und sowas. Und ich weiß ja auch nicht, so manche Leute gucken sich so ein Let's Play an, wirklich, weil sie Gameplay sehen wollen. Und dann gibt es manche Leute. Ach, bisschen gehen hier. Und dann gibt es noch manche Leute, die gucken sich das an, so, beziehungsweise die machen das mehr so als Hörspiel, ne, dass die einfach nur so ein bisschen so die Stimme dazu hören und dann dementsprechend zu so gucken. Was labert der Typ denn da eigentlich die ganze Zeit? Und deswegen denke ich dann mal immer so, dass man da hier auch so eine Möglichkeit dann hat, ne? Wenn man es einfach ein bisschen kürzer macht, dass dann alles soweit in Ordnung ist. Wie gesagt, machen wir es einfach mal so, probieren wir es aus. Ändern kann man es ja immer noch, ne? Ich versuche immer schon auch so ein bisschen da auf das Feedback zu hören. Wenn man denn dann die Möglichkeit hat, auch was zu machen. Wenn jetzt einer sagt, ich bin ja viel zu langsam hier. Ja gut, dann guck mich einfach nicht. Ich spiele das Spiel ja für mich. Mich. Als ja meine Dingens hier ist. Nein. Und ich habe wieder Spaß. Minecraft. Es gibt immer so im Jahr so diese Phase, wo du so hingehst und dann hast du so deine 5 Wochen Minecraft. Dann kann ich das Spiel wieder nicht sehen. Ja. Muss aber auch sagen, ganz ehrlich unter uns, es gibt manchmal so Phasen, so habe ich keine Lust, irgendwie ein neues Spiel zu spielen. Beziehungsweise, ich muss sagen, so dass dieses Spiel, was ich dann spiele, so ein bisschen in die Richtung geht, so, ja, ich zock das jetzt mal. Und dann kriege ich relativ schnell also habe ich wieder keinen Bock da drauf. Weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt, aber so manchmal habe ich das Gefühl, so, okay, ich zocke, oder ich habe so ein Game, das ist ultra geil. Habe ich richtig Bock drauf. Und dann denke ich mir aber nur so, boah, ja. Habe ich jetzt irgendwie eine Woche gespielt oder so, oder irgendwie 3 Abende hintereinander gezockt. Und dann reicht es, ne? Aber anderen Seite. Oh.
muss halt auch ein Spiel geben, was einen auch mal so richtig krass catcht. Wisst ihr? Dass man wirklich hingeht und sagt so, boah, geil. Da habe ich jetzt Bock drauf, da freue ich mich jetzt drauf. Und ja. Meistens sind es dann halt irgendwie Spiele, die ich schon ewig und 3 Tage auf der Platte habe. Und das muss ich auch sagen, das sind halt auch so Spiele, die dann in die Richtung gehen, ja, ich zock das jetzt. Und ich habe da nicht irgendwie sowas Lineares, sondern ich kann dann irgendwie noch so ein bisschen drumherum gehen. Ich kann da noch ein bisschen machen, ich kann da noch ein bisschen gucken. So, weißt du, irgendwie so Open World Survival, irgendwie sowas in die Richtung. So Games sind dann eher sowas, wo ich dann gucke. Aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so, okay, ich zock jetzt nur so Games, ne? Das ist ja nicht der Fall. So, wir machen uns als erstes mal ein Eisenschwert. Kommt natürlich mal als erstes. Und dann machen wir nochmal Eisen. Axt. Und dann machen wir uns noch eine Eisenspitzhacke. Mal brauchen. Und dann werden wir uns mal hier so ein bisschen um unser Inventar kümmern. Holzkohle, die kommt rein. Zack, Level 13, meine Freunde. So, wir haben schon 17 Leder. Wir haben auch noch rohes Rindfleisch. Das müssen wir auch noch braten. Ah, ich habe halt irgendwie die Hoffnung, dass wir irgendwann mal so einen Trader bekommen. Hilf Wolle, ne? Pack einfach mal das Essen hier in die Kiste. Weizen packen wir auch mal hier rein. Wie gesagt, Papier haben wir auch schon. Das heißt, wir können uns theoretisch auch schon Bücher machen. Ja. Apropos Bücher. Wir machen uns mal ein Huhn. Und hier ist beispielsweise Holz. War das sonst, glaube ich, immer so, ne? Wenn man auch so ein bisschen Ordnung da drin hat. Machen wir hier noch ein paar Birkenstämme rein. Ja, das geht nicht. Schade. Schade Schokolade. Heute und für morgen versuche ich jetzt, für heute und für Mittwoch, Entschuldigung, versuche ich mal hier so ein bisschen so, nochmal so ein bisschen in die Hausbaurichtung zu gehen, dass wir hier auch mal so ein bisschen so unser Haus befestigen, vielleicht auch mal hier schon in die Richtung, oh, das war jetzt ein bisschen Verwendung, dass wir auch mal so in die Richtung gehen und sagen, okay, wir machen jetzt hier nochmal irgendwie so eine Anbaufläche, wo wir ein bisschen was bauen können, beziehungsweise hier machen wir irgendwie so ein Feld hin und decken uns hier irgendwie so einen kleinen Bereich ab, den wir dann einfach auch bewirtschaften können. Ich würde das hier schon irgendwie gerne so ein bisschen offen lassen. Boah, ich muss auch sagen, ich finde das auch mal so witzig, wenn man eigentlich eine Haufen im Inventar hat, aber trotzdem immer noch irgendwie hingeht und seine, und dann sagst du, naja, für das bisschen da lohnt sich jetzt keine Schaufel. Dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, dass du drüber wächst. Würde ich sagen, machen wir vielleicht hier so einen Weg mit den Ressourcen, die wir haben, damit wir nämlich auch möglichst hingehen und das, was wir auch haben, verbrauchen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und man gibt ja irgendwie so diese Möglichkeit für diesen Fast Bridging oder so, oder wie das da heißt. Ist aber auch gar nicht krass. Ihr kennt mich mittlerweile. Gucken ja doch schon jetzt einige Leute zu, immer noch ultra krass finde.
Und noch einfach nur ein Typ, der Videos mit. Und ja. Was dann allerdings jetzt dann das Ziel wird, ist, dass wir jetzt hier ein bisschen expandieren, ein bisschen größer werden. Braten jetzt hier noch ein bisschen was. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter von Minecraft Hardcore 50. Wie gesagt, ich lasse die Folgen jetzt mal so ein bisschen kürzer. Dann schnappen wir uns in der nächsten Folge ein bisschen Erde und kümmern uns dann um die Felder, dass wir zumindest auch so ein bisschen Resources bezüglich den wegen dem Essen haben. Ne? Deswegen ja, lasst gerne eine Bewertung da. Ich freue mich auf die nächste Folge, die nehme ich jetzt direkt hintereinander auf. Ja, ich will wie gesagt nicht wissen, wenn es jetzt schlimmer wird mit dem Hals und sowas. Produziere ich ein bisschen vor. Also zwei Folgen produziere habe ich jetzt vor zu produzieren, sonst gucke ich mal, dass ich morgen nochmal eine produziere. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten wieder am Mittwoch. Bis denne. Ciao, euer Fury.